Hallo ihr Lieben. Ich möchte heute ein paar Dinge mit euch teilen, die mir am Herzen liegen. Und zwar geht es darum, wie wir aus tantrischer Sicht, aus der schwierigen Situation, aus dem Challenge, in der die Welt sich jetzt befindet, wohlbehalten herauskommen können. Es ist sehr wichtig, dass wir uns keine Gehirnwäsche durch die Medien machen lassen. Es ist sehr wichtig, dass wir unsere Aufmerksamkeit weglenken von dem, was wir nicht wollen, zu dem lenken, was wir wollen. Wir geben unsere ganze Aufmerksamkeit, Energie und Lebenskraft einem Virus, anstatt dass wir unsere Aufmerksamkeit, unsere Energie und unsere Lebenskraft auf Freude, auf Liebe, auf die Schönheit der Welt, auf Gesundheit und auf Lösungen, die dem Wohlergehen der gesamten Menschheit dienen, lenken. Es ist wichtig, dass wir uns nicht von den täglichen Panikmeldungen beeinflussen lassen, sondern dass wir fest verankert in uns selbst bleiben und unsere Essenz spüren, unsere Wahrheit spüren. Spüren, dass diese höchste liebende Intelligenz, die uns erschaffen hat, die uns erhält, die Billionen von Funktionen jede Sekunde in unserem Körper regelt, dass die uns auch ein Immunsystem gegeben hat, dass wenn wir es pflegen, dieses Immunsystem, wenn wir naturgemäß, unserer naturgemäß leben, denken, fühlen, handeln, das mit jeder Krankheit, mit jedem Virus fertig werden kann. Es ist wichtig, dass wir wieder Vertrauen finden in diese göttliche Intelligenz, die uns erschaffen hat, uns erhält, dass wir Vertrauen in unsere innere Führung und dass wir, wie gesagt, unsere Energie, unsere Aufmerksamkeit, unsere Lebenskraft auf das Gute, auf das Schöne lenken in dieser Welt. Und es gibt so viel Gutes und Schönes in der Welt. Wir brauchen nur rausgehen, jetzt im Frühling. Die blühende Natur, es ist wie ein Wunder, wenn wir durch die Natur gehen, die Vielfalt, ja, die es da gibt. Wenn ich rausgehe, ich gehe jeden Tag 2 Stunden wandern und ich muss sagen, ich fühle mich so beschenkt. Das Universum gibt uns jeden Tag, jede Stunde so viele Geschenke, um uns glücklich zu machen, um uns Freude zu machen. Und es liegt an uns, die Augen zu öffnen, zu erwachen, diese Geschenke annehmen zu können, empfangen zu können und dankbar sein zu können dafür. Es liegt nur an uns, es liegt in unserer Hand und es liegt an unserem Zustand, an unserem inneren Zustand, ob der jetzt ein Zustand der Angst und der Panik und der Verzweiflung ist, oder ob er ein Zustand der Freude, der Liebe,
Dankbarkeit, der Kreativität, der Inspiration, der Einheit ist. Wir dürfen uns nicht trennen lassen. Wir dürfen uns durch nichts abtrennen lassen. Weder von unserer Gesundheit noch von unserem Menschsein. Weder von der Liebe, weder von den Umarmungen, weder von unserer Freude und Lebenskraft. Denn Panik und Angst trennt uns von unserer Lebenskraft. Es ist so wichtig, dass wir in unserer Lebenskraft bleiben und dass wir uns bewusst sind, dass der innere Zustand, den wir fühlen, die Freude, die Liebe, die Inspiration, die Kreativität, das ist das Stichwort, dass wir mit unserem inneren Zustand unseren äußeren Zustand kreieren. Der äußere Zustand ist der Spiegel unseres inneren Zustands. Und wenn es jetzt auf der Welt diese Panik gibt, diese Angst, dann sollten wir schon auch daran denken, hat das mit dem Zustand der Menschen in unserem Gesellschaftssystem zu tun? Kann das vielleicht damit zusammenhängen, dass unser Gesellschaftssystem nicht das ist, was es sein sollte? Dass es die Art, wie wir jeden Tag leben, nicht die ist, die unserem Menschsein entspricht, unserer Würde als Mensch, dass wir gehetzt werden durch den Alltag, gestresst sind und aus unserer Mitte kommen und nicht mehr Freude, Spontanität und Staunen wie ein Kind empfinden können. Und daher ist mein Appell an euch, diese Zeit des Rückzugs kann eine Zeit der inneren Einkehr sein. Und eine Zeit der Bewusstwerdung all dieser Werte und all dessen, was ich jetzt gesagt habe. Lasst uns diese Zeit nützen, uns zu wandeln, ein neues Leben zu kreieren und wieder in unsere Mitte zu kommen, sodass unser freudiges, liebendes Inneres der Spiegel einer freudigen, liebevollen, transformierten Welt werden kann. Ich danke euch für die Zeit, die ihr euch genommen habt, mir zuzuhören. Und ich freue mich auf alle von euch, sie wieder umarmen zu dürfen. Ich freue mich auf den Augenblick, wenn ich euch in einem meiner Seminare oder in einem meiner Events oder wo auch immer wieder in meine Arme nehmen darf. Gesund, freudig, liebevoll. Namaste.